Hallihallo und willkommen zu Harry Potter und der Halbblood Prince, auf Deutsch der Halbblood Prince, zu einer der traurigeren Filme. Wir gehen ja jetzt langsam zum Ende hin und da wird es dann immer trauriger, sagen wir mal so. Und ja, hier werden wieder weitere Spoiler folgen, so wie man es ja kennt, sagen wir mal so. Ich schätze mal, viele haben das ja schon gesehen, diesen Film. Und vielleicht auch am besten ja auch das Buch gelesen. Immer Buch lesen. Am meisten bei diesem Film ist das auch sehr, sehr wichtig, da hier sehr viele Sachen weggefallen sind, die im Buch sehr, sehr wichtig sind. Am meisten, wenn es um Voldemort geht, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Und ja, fangen wir einfach mal an. Denn Harry und Dumbledore ja, besuchen am Anfang schon Horace Slughorn, der ein alter Lehrer von Hogwarts war, für Zaubertränke. Und Dumbledore möchte den zurückholen. Die Gründe werden uns dann später genannt. Und dann bekommen wir auch noch eine Szene mit, wo wir dann sehen, dass Narcissa von Snape möchte, dass sie ihrem Sohn bei etwas hilft. Wobei die beiden dann sogar den unbrechbaren Schwur machen, der dann dazu führt, wenn man ihn bricht, dass man sterben könnte, also dass man dann stirbt, wenn man ihn bricht. Aber man erfährt noch nicht, was Dracos Aufgabe ist. Anscheinend ist diese Aufgabe von Voldemort selber gegeben worden. Man bemerkt im Film das eher weniger, eher wenn man dann stark auf die Zeitungen guckt. Aber im Buch bekommt man dann wesentlich stärker mit, dass Lucius in Azkaban sitzt und Malfoy halt praktisch, also Draco praktisch die Aufgabe hat, den Familiennamen durch diese Aufgabe, die er bekommt, ein bisschen noch irgendwie ins Reine zu rücken. Das ist ja auch der ganze Grund, warum Lucius ja in den nächsten Teilen dann auch immer mit Wein rumläuft und auch immer im besoffenen Zustand praktisch ist. Weil er halt in Ungnade von Voldemort gefallen ist und auch sehr große Angst vor ihm dann hat. Dann kommen wir auch recht schnell schon in das Schuljahr rein. Wo wir dann aber auch noch am Anfang noch kleine Sachen mit Luna haben, was mich natürlich als Luna-Fan recht immer freut, immer irgendwas mit ihr zu haben. Und dann bekommen wir auch schon erklärt, dass Horace ja den Platz für Zaubertränke einnimmt und dass Snape endlich den Platz für die Verteidigung gegen die dunklen Künste bekommt, was schon andeutet, dass dieser Film anscheinend nicht für Snape wirklich gut endet, sagen wir mal so. Auf mehrere Arten, sagen wir mal so. Harry und Dumbledore erkunden dann die Vergangenheit von Voldemort. Sollte eigentlich der zentrale Punkt sein. Zumindest war das auch im Buch sehr, sehr stark. Dieser Film bezieht sich eigentlich wesentlich mehr auf, eigentlich einfach nur auf der Suche nach den Horcruxen. Und dann, also zu erfahren, dass es die Horcruxe gibt zumindest. Und eigentlich auch eher auf die ja, Liebesdramen in Hogwarts. Aber ja. Es geht hier leider sehr, sehr wenig um Voldemorts Vergangenheit. Ich glaube, es wäre hier echt zu viel, irgendwie alles über Voldemort zu erzählen. Ich glaube, ich werde mal ein separates Video machen, wo es dann um Voldemorts Vergangenheit generell geht, wo ich das dann alles mal ordentlich erkläre, für die Leute, die vielleicht die Bücher jetzt nicht unbedingt Lust haben, das immer zu, ja, zu lesen. Aber das ist wirklich eine interessante Story und finde ich echt scheiße schon. Also nicht nur schade, ich finde das scheiße eigentlich, dass das nicht drin vorkommt. Denn es ist echt interessant und auch mehr oder weniger wichtig, um Voldemort mehr oder weniger sogar zu verstehen. Aber es wird hier einfach ganz weggelassen. Und dafür werden dann später so welche Szenen wie der Kampf zum Fuchsbau, die nicht mal im Buch sind, einfach zugedichtet. Also das ist so verschwendeter Platz, der sehr, sehr scheiße ist und der mich auch sehr, sehr ärgert. Wir bekommen zumindest durch diese Vergangenheitsszenen dann mit, dass Dumbledore damals Tom im Waisenhaus kennengelernt hat und ihn dann mit nach Hogwarts genommen hat und dass Tom dann Horace nach etwas Besonderem gefragt hat und genau das muss Harry dann aus Horace herausbekommen. Was hat Tom Riddle damals von ihnen wissen wollen? Was man dann ja erfährt, dass es später dann ja die Horcruxe sind, wo er dann seine Seele dann ja aufspaltet und so weiter. Ja, Harry findet dann ja auch noch, er nimmt dann ja auch natürlich beim Zaubertrankunterricht dann ja natürlich auch teil. Und dabei bekommt er auch das Buch vom Halbblutprinzen. Natürlich weiß keiner, wer das ist. Das wird auch ganz am Ende dran geklatscht noch. Aber im Film ist das ähnlich wie mit Voldemort.
Es ist dann eben nur ein kleiner Plot-Twist eben so. Okay, der ist das. Habe ich jetzt nicht erwartet praktisch. Aber es wird nicht erklärt, warum nennt er sich Halbblutprinz? Was hat es damit auf sich? Darauf werde ich gleich noch eben eingehen. Das ist jetzt nicht so lange. Aber ja, da kommen wir dann am Ende hin, wenn es darum geht, wer der Halbblutprinz dann ja ist. Dann kommen wir auch noch mit Ron, Harry, der jetzt zum Quidditch-Team gehört. Harry ist jetzt ja, Quidditch-Coach, wie nennt man das? Ich weiß jetzt gerade, ja, einfach der Teamleiter. Und Ron hat sein Training dann da, wo wir dann ja, zum Beispiel Luna mit Löwen Kopfding da sehen und Hermine dann auch noch Ron ein bisschen hilft, sagen wir mal so, ne? Und ja, leider haben wir, wie schon gesagt, gehen wir ja hier auch ein bisschen mehr auf die Liebesbeziehung ein. Denn Ron und Lavender Brown kommen zusammen, was für Hermine sehr, sehr schlimm ist. Auf irgendeine Weise finde ich das sehr schön, dass es um diese Liebessachen geht. Denn zumindest wenn du die Charaktere liebst, wie ein Harry Potter-Head das halt so tut, ne, ist halt normal. Jemand wie Hermine hat einfach der Liebeskummer und du verspürst einfach denselben Schmerz und willst am liebsten einfach Lavender den Hals umdrehen und einfach Ron eine klatschen und sagen, irgendwie so, jetzt geh zu ihr hin und nimm sie. Und man trauert einfach mit den Charakteren mit und genau das gleiche ist auch zwischen Harry und Ginny, dass Ginny halt gerade einen Freund hat und Harry da zusehen muss und insgeheim halt Gefühle für sie hat. Also da leidet man mit den Figuren sehr mit, aber leider ist darauf oftmals mit Lavender oder so zu viel Fokus drauf genommen, während man wesentlich mehr Zeit mit der Vergangenheit von Voldemort verbringen könnte. Man bekommt dann auch nach und nach mal mit, dass Draco irgendwas plant und verzauberte Dinge irgendwo reinschmuggelt und auch im Artefaktenraum einen Schrank hat, der Sachen verschwinden lässt. Das Verschwindekabinett nennt man das. Was dann anscheinend zu einem Kabinett führt im Borgen und Burks. Was dann später noch dann ein bisschen wichtig sein wird. Also irgendwas hat Malfoy zu tun. Und wir bemerken dann noch später dann auch noch nach einem Vorfall von Ron, wo er mit einem Liebeszauber verzaubert wird und dann zu Horace geht und dann durch einen Trank vergiftet wird. Also ein Getränk. Und er dann erklärt, ja, die hat er von irgendjemandem bekommen, also hat er irgendwo her, und dieses vergiftete Getränk sollte eigentlich an Dumbledore gehen. Damit kann man schon schließen, dass anscheinend Draco irgendwie Dumbledore attackieren soll, was natürlich auch sehr logisch ist, da Voldemort natürlich Dumbledore weghaben möchte. Aber da kommen wir dann noch später dazu, denn Harry bekommt dann natürlich ja irgendwann die Erinnerung dann auch noch von Horace. Wo wir dann von den Horcruxen erfahren und Dumbledore und Harry dann auch auf die Suche nach einem Horcrux gehen, wo es dann in eine Höhle geht, wo wir dann einen sehr schwachen Dumbledore erleben dürfen, was einen sehr erschüttert dafür, dass man Dumbledore jemals den ja Unbesiegbaren dann praktisch ja sehen, aber das ist noch harmlos praktisch, ne, für das, was dann noch später kommt. Und dann halt auch noch mit epischen Szenen, wo Dumbledore diesen Feuerkranz überall rumfuchtelt mit der epischen Musik. Das macht einen jedes Mal Gänsehaut. Und dann haben sie dann auch das Medaillon schon, was aber bedauerlicherweise später sich herausstellt als Fake, was das alles eigentlich noch wesentlich trauriger macht. Und dann sind sie aber zurückgekommen und dann haben wir auch schon Malfoy, der Dumbledore entwaffnet und somit dann zum rechtmäßigen Besitzer des Elderstab wurde. Und ja, dann schon die ganzen Todesser natürlich kommen und dann auch Snape kommt. Harry sieht ihn noch am unten, aber Snape zeigt ihn eigentlich noch, dass er leise sein soll. Und Harry hat eigentlich die Hoffnung, dass Snape da oben noch helfen könnte. Aber Dumbledore sagt zu ihm dann ja sogar noch bitte, was sich dann später ja noch herausstellt, was es damit wirklich so auf sich hat. Und Snape tötet dann Dumbledore, was ihn dann einen noch viel mehr hassen lässt. Also, yeah, heutzutage ist Snape natürlich mein Lieblingscharakter. Aber damals, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, man hat Snape eigentlich schon so gehasst. Eigentlich so als einfach nur als Lehrer da irgendwie, wie er die ganzen Schüler mal gemobbt hat. Aber dass er dann auch noch Dumbledore tötet, ich habe Snape mehr gehasst, als ich Umbridge jemals hassen könnte.
Da war so ein großer Hass auf ihn. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist krass, wie stark so ein Film oder solche Figuren einen emotional befassen können. Auf einer Weise trauert man mit denen ein und bei den anderen hat man so einen großen Hass, obwohl es im Großen und Ganzen eigentlich einfach nur fiktive Figuren sind. Aber ja, trotzdem, eine gute Story und gute Figuren schaffen es einen, so in Rage zu bringen. Und man empfindet dann natürlich eine Riesentrauer, wenn Dumbledore dann den Turm runterfällt mit der traurigen Musik. Und ja, bedauerlicherweise haben wir in den Filmen nicht die Beerdigung, die wir auch im Buch haben. Das ist sehr, sehr schade. Und dann machen sich natürlich Harry und Co. dann schon mal bereit, dass sie für nächstes Jahr dann auf die Suche nach den Horcruxen gehen. Ich finde den Film so eigentlich recht gut. Das muss man einfach mal so sagen. Ich als Harry Potter-Fan finde da eigentlich sowieso irgendwie alles cool von Harry. Aber wenn wir das mit dem Buch vergleichen, bemerkt man sogar sehr stark, dass da echt viele gute Sachen einfach verkackt wurden und so vieles falsch lief irgendwie. Aber wenn wir jetzt davon mal weggehen und dann halt einfach mal sehen, dass wir mit den Charakteren trauern, dass wir am Ende praktisch einen großen geliebten Charakter verlieren und einen großen Trauer empfinden und dann auch noch den großen Plot-Twist mit dem Halbblutprinzen, der Severus Snape sein, also ist. Wo dann auch aber im Buch noch erklärt wird, dass es dann halt da durch Namen kommt, dass seine Mutter halt Prince hieß und die aber Halbblut waren und dadurch Severus ja auch ein Halbblut ist. Und dadurch dann der Name Halbblutprinz kommt, da sein Vater auch noch hasste, der ja den Namen Snape mit sich brachte. Und er dann eigentlich lieber den Namen von seiner Mutter noch tragen wollte, hat er sich dann ja den Namen Halbblutprinz gegeben. Und das ist dann halt so die Erklärung dazu, die ich sehr interessant finde, da man ja auch erfährt, was. Also, Snape hatte es in seiner Kindheit einfach nicht leicht, das muss man einfach so sagen. Das ist sehr, sehr traurig. Aber zurück zu den normalen Sachen jetzt im Film. Irgendwie finde ich es unterhaltsam. Es macht riesen Spaß, irgendwie so das mitzuleiden. Manchmal empfindet man Freude mit den Charakteren, manchmal leidet man mit. Das verschafft der Film in meinen Augen sehr, sehr gut. Aber dann halt diese ganzen Verluste der guten Szenen aus den Büchern. Darum gebe ich diesem Film nur eine trotzdem sehr starke 8 von 10. Ja, durch die genannten Gründe von gerade eben. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr diesen Film denn schon gesehen habt und auch das Buch gelesen habt vielleicht, wie ihr das denn findet irgendwie. So, ob ihr das dramatisch findet wie ich, dass er so viel weggenommen wurde, oder ob euch das gar nicht juckt irgendwie oder ihr diesen Film trotzdem total geil findet. Oder ihr den vielleicht total scheiße findet, sind auch noch mehr Gründen, die ich vielleicht genannt habe. Und ja, das dann soweit zu Harry Potter und der Halbblutprinz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.